Der Fernseher ist tabu. Erst werden die Mathehausaufgaben gemacht. Und wenn du nach 20 Uhr noch an die PlayStation gehst, dann ist aber was los. Brauchen Kinder klare Regeln? Oder reicht allein die Liebe für eine gute Erziehung? Genau darüber reden wir jetzt hier auf ZDF Info. Drillen statt chillen, müssen Eltern streng sein? Das ist unser Thema hier heute bei ZDF Lock und damit einen schönen guten Abend live aus Berlin. Die Leistungsgesellschaft, sie macht auch vor den Kleinen nicht Halt. Erfolgreich, gesund und glücklich, das sollen unsere Turbokinder sein. Heißt das, dass auch Eltern in Sachen Erziehung mehr Gas geben müssen? Das fragen wir uns heute und wir wollen eure Meinung wissen auf login.zdf.de oder über Hashtag ZDFLogin. Mein Kind kann dies, mein Kind kann das. So ein Kinderzimmer ist ja heute wie eine Boxengasse, wo die Turbo-Kinder gepimpt werden für die Pole-Position. Und dazu erscheint täglich in Deutschland ein neuer Erziehungsratgeber. Sofort stoßen Eltern auf die Glaubensfrage schlechthin, harte Hand oder Kuschelkurs. Welcher Weg ist richtig? Kindheit, die große Freiheit. Der Stress kommt früh genug, sagen meine Eltern. Bis dahin ist Bullabü. Lernen? Nur wenn ich will. Meine Eltern sind echt streng. Ich muss üben, bis ich die Sonate kann. Sonst gibt's kein Abendessen. Aus mir soll was Ordentliches werden. Karriere fängt in der Kita an. Ich ziehe an, was ich will. Meine Eltern sind da total entspannt. Sie vertrauen mir, dass ich im Winter nicht barfuß rumlaufe. Ich bin doch kein Freak. Verbote? Nicht in meiner Welt. Manieren, Regeln, ein Riesenthema bei uns. Meine Eltern sagen, wo es lang geht. Harte Hand. Oder Kuschelkurs. Was ist das Beste für uns Kids? Wir fragen, drillen statt chillen. Müssen Eltern streng sein? Es geht nur mit Grenzen, Fleiß und Disziplin, sagt unser erster Gast. Denn das Leben ist kein Ponyhof und die Kinder sollen sich später mal behaupten können. Sie ist selbstständige Unternehmerin, erzieht gleichzeitig drei Kinder und sie kämpft für eine erfolgsorientierte Erziehung. Herzlich willkommen, Astrid Nelke. Frau Nelke, müssen Eltern streng sein, ist die Frage unserer Sendung. Sie haben jetzt schon mal Zeit, die Zuschauerinnen und Zuschauer von Ihrer Position zu überzeugen. Dazu geben wir Ihnen schon jetzt mal 20 Sekunden. Das ist Ihre Kamera. Ja, Eltern müssen vernünftige Grenzen setzen und deren Einhaltung dann auch einfordern und gegebenenfalls durchsetzen. Kinder sind keine kleinen Erwachsenen, die selber immer wissen, was für sie gut oder schlecht ist. Deswegen müssen Eltern leiten und einen Weg aufgrund ihrer eigenen Lebenserfahrung, aber natürlich auch mit Einbeziehung der Stärken der Kinder für die Kinder vorgeben. Exakt 20 Sekunden von Astrid Nelke. Unser nächster Gast findet, nicht die Kinder, vor allem die Eltern brauchen Grenzen. Und genau das ist auch das Thema von einigen seiner Bücher. Der Sternautor Uli Hauser erzieht einen Sohn und fordert, lasst die Kinder Kinder sein. Herzlich willkommen bei Login. So, Herr Hauser, Sie haben es gehört. Was finden Sie? Müssen Eltern streng sein? Auch Sie haben jetzt schon mal 20 Sekunden für Ihr stärkstes Argument, um die Zuschauerinnen und Zuschauer zu überzeugen. Und das ist Ihre Kamera. Ich denke, Kinder sollten gelassene Eltern haben, geduldige Eltern haben. Kinder brauchen Wegbegleiter. Kinder brauchen keinen, der permanent eine Ansage macht. Denn eines können Kinder nicht, sie können nicht lernen. Und von daher müssen wir uns keine Sorgen machen über Kinder, die nicht lernen. Sagt Uli Hauser. Überzeugt euch
euch mehr? Das ist die Frage. Ist es Astrid Nelke oder ist es Uli Hauser? Wir haben ein Vote für euch. Auf login.zdf.de könnt ihr entscheiden, wer von beiden heute Abend als euer Sieger in Sachen Erziehung hier rausgeht. Müssen Eltern streng sein, fragen wir. Und ihr könnt euer Kreuzchen zum Beispiel machen bei Astrid Nelke, die sagt ja, weil Kinder Regeln und Sicherheit brauchen, um ihre Persönlichkeit zu entwickeln und ein glückliches Leben zu führen. Oder aber ihr macht euer Kreuz bei Uli Hauser, der sagt nein, Eltern sollten gelassen sein. Ihre einzige Aufgabe ist es, Kinder auf ihrem Weg zu unterstützen und begleiten. Am Ende der Sendung gibt es natürlich dann ein Ergebnis, auf das wir schon sehr gespannt sind. Und ihr habt die Möglichkeit, diese Diskussion für euch zu beeinflussen durch Fragen, die ihr selber in diese Sendung bringt, über Twitter, über Google+. Wie es beliebt, die werden hier alle bei mir ankommen, eure Kommentare. Und natürlich auch bei unseren fleißigen Netzscouts hier hinter mir. Wir werden alles sammeln. Und wir haben euch auch im Vorfeld dieser Sendung schon gefragt, um ein Stimmungsbild zu kriegen. Müssen Eltern denn streng sein? Ihr setzt bei den Antworten meistens nicht so sehr auf Autorität. Vielmehr kommt das Wort Liebe ganz oft vor. Zum Beispiel auch hier bei Diane. Sie sagt schon, das Wort Erziehung ist Verletzung an Körper und Seele. Niemand sollte am anderen ziehen, schon gar nicht an einer Kinderseele. Liebe ist alles, was ein Kind braucht, um sich zu entfalten. Frau Nelke, was sagen Sie, da kann Liebe als Erziehungskonzept allein funktionieren? Liebe muss auf jeden Fall bei Erziehung natürlich dabei sein. Also das ist die Grundvoraussetzung, ganz klar. Aber allein als Erziehungskonzept, denke ich, reicht es nicht, weil Kinder einfach gar nicht von selbst wissen können in jeder Situation, was für sie gut ist. Und Eltern da schon ein bisschen eingreifen müssen. Und genau, das heißt, was braucht es mehr? Werte und Normen, die inklusive mit Liebe dann vermittelt werden. Genau um dieses Moment des Eingreifens reden wir jetzt, weil da fragt sich natürlich jeder, was ist zu viel, was ist zu wenig. Herr Hauser, Sie sagen nicht Erziehung, sondern Beziehung. Ganz kurz erklärt, was heißt das konkret? Beziehung heißt, dass ich mein Kind so sehe, wie es ist. Beziehung heißt für mich, dass Kinder den Eltern durchaus Ratschläge geben, intuitiv, wie sie gesehen werden wollen. Und ich denke, Eltern sollten auf ihre Kinder achten, denn meiner Meinung nach sind Kinder die besten Erziehungsratgeber, nur gucken viele Eltern nicht genau hin. Ich bin dafür, dass wir mehr auf die Worte Bindung und Beziehung achten, denn das macht unser Leben aus. Frau Nelke, sind die Kinder die besten Erziehungsratgeber? Was ich vorhin schon gesagt habe, natürlich muss ich auf die Stärken, die individuellen Stärken meiner Kinder Acht geben und dort auch die in meine Erziehung mit einfließen lassen. Aber nur auf die Kinder zu achten und nur zu gucken, was mein Kind denn nun möchte, das ist nicht meine Ansicht. Wer entscheidet, ob abends auf dem Abendbrottisch das Handy liegen darf vom Kind? Eindeutig ich. Kommt darauf an, wie alt das Kind ist. Ich würde sagen, bei 2-jährigen Kindern sollte kein Handy auf dem Küchentisch liegen. Auch bei meiner 19-jährigen Tochter entscheide ich, dass es nicht ist. Von einem 10-Jährigen, der hat kein Handy. Ja, genau, hat er nicht. Haben wir nicht. Bei uns beiden im Haushalt gibt es bei 10-Jährigen keine Handys. Nein. Okay. Wann ist abends der Computer aus? Welcher Computer? Oh, diese Fragen haben wir ganz oft bekommen im Chat, oder? Das waren so ein paar Sachen, die immer gekommen sind. Aber auch da natürlich wieder angemessen. Meine Tochter ist 19, die sitzt jetzt noch zu Hause und arbeitet an ihrer Präsentation morgen. Die macht nächstes Jahr im April, Mai ihr Abi. Natürlich hat die abends auch den Computer an. Jetzt ist sie natürlich 19 Jahre, hat schon ein bisschen was erlebt. Wenn die Kinder jünger sind, soll das Kind selbst entscheiden, ob es heute rechnen mag oder nicht? Nein. Wie haben Sie es gemacht? Meine Kinder rechnen jeden Tag 10 Minuten bestimmte Aufgaben. Wie haben Sie das geschafft? Durch Diskussionen, durch Aushandeln und durch Zuckerbrot und Peitsche. Zuckerbrot und Peitsche, ich wollte gerade fragen, wie sieht so eine Diskussion dann aus? Die Diskussion sieht so aus, dass die Kinder sagen dann vielleicht, auch heute möchte ich nicht, dann sage ich jetzt mach mal und danach machen wir was Schönes und gehen Eis essen oder so. Wie wird es bei Ihnen laufen? Kurvendiskussion? Es gibt kein Eis für Mathematik. Es gibt kein Eis für Mathematik? Nein, es gibt keine Belohnung dafür. Ich meine, ich muss doch gucken, dass die Kinder aus sich heraus lernen. Jeder Mensch möchte aus sich heraus lernen. Es gibt keinen Menschen, der nicht aus sich heraus wirklich lernen möchte. Und wenn man sich mal anschaut, wie jeder auf die Welt kommt, und wenn Sie sich mal Kinder anschauen, wie sie so reden, ich will alleine machen, jeder möchte eigentlich Herr seines Lebens sein. Das heißt, wenn ein Kind auf die Welt kommt, möchte es von sich heraus dieses Leben bestehen können. Aber vielleicht und gerade mal nicht das kleine Einmaleins lernen. Also aber, es ist die Frage, ab wann, oder? Also das kleine Einmaleins muss man nicht lernen, wenn man gerade aus dem Kreißsaal kommt. Ganz bestimmt nicht. Aber wenn es in der Schule durchgenommen wird, und das ist ja genau der Punkt, dann kommt man nach Hause und sagt, oh mein Gott, diese Kurvendiskussion oder diese Funktion, ich kann mich da draußen da früher dran erinnern, es war furchtbar und natürlich musste ich es machen. Haben Sie noch eine Erinnerung an die Kurvendiskussion? Nein. Ärgern Sie sich auch über die verschwendete Zeit, die Sie über Kurvendiskussionen
Ich möchte meiner ehemaligen Mathelehrerin nicht so nahe treten und deshalb ärgere ich mich natürlich nicht über die keinesfalls verschwendete Zeit, über die Kurvendiskussion. Gut. Wir fragen die User. Wir haben hier jemanden im Chat, der sagt, was diese strengen Erzieher in den letzten Jahrzehnten angestellt haben, wissen wir ja. Kinder wurden zu Hause geschlagen, weil sie Regeln überschritten haben. Ich glaube, man darf Disziplin und Erziehung nicht mit körperlicher Gewalt gleichsetzen. Also das ist überhaupt gar nicht mein Weg. Absolut. Wo fängt dann die Disziplin an? Wo ist dieser schmale Grat erreicht? Also wir reden ja nicht über Ohrfeigen, aber wir reden ja darüber, Nachsitzen oder Sanktionsmaßnahmen, wenn das Kind wirklich mal anstrengend ist. Also ich muss ganz ehrlich sagen, bei mir hat es mit dem Eis eigentlich immer gut geklappt. Ja? Also meine Kinder, natürlich haben Kinder auch anstrengende Phasen, aber es war noch nie so, dass Kinder bei mir Hausarrest bekommen haben oder irgendwie ohne Abendessen ins Bett gehen mussten oder so, überhaupt nicht. Wir haben hier Errol, er hat sich auf Facebook gemeldet und er sagt, Vorleben ist da das A und O. Die Vorbildfunktion ist das Zauberwort. Ich kann nicht Hamburger mampfend oder mit einer Kippe in der Hand gesunden Lebensstil propagieren. Liebevoller Umgang und Zeit zum Reden sind aber genauso wichtig. Also hier diese Vorbildfunktion, heißt das, Kinder ahmen einfach nach, Herr Hauser? Dann muss ich ja Tischmanieren zum Beispiel gar nicht beibringen, weil es ein Selbstläufer ist, wenn ich mich selbst benehmen kann. Ist es so einfach? Ja, klar. Ich meine, wir ahmen allen Menschen nach. Und wenn man sich wirklich nochmal den Anfang des Lebens anschaut, dann könnten wir gar nicht leben ohne Vorbilder. Also Kinder sind natürlich sehr auf ihre Eltern fokussiert. Und deswegen müssen Eltern wirklich gute Vorbilder sein. Das ist aber doch, das weiß man doch, oder? Sehe ich ganz genauso. Ja. Allerdings möchte ich gerne, dass Kinder nicht als Freunde oder Partnerinnen ihrer Eltern betrachtet werden, wie häufig in solchen Diskussionen es passiert. Kinder sind ganz klar nicht auf der gleichen Augenhöhe. Ja. Und das ist mir ganz, ganz wichtig in dem Zusammenhang. Kinder nicht wie Erwachsene behandeln oder auch auf Augenhöhe behandeln und dann aber auch wie einen Erwachsenen behandeln. Ich frage mich gerade, wollen wir jetzt hier so einen Baukasten aufmachen und dann so Tipps geben für jeden Individualisten? Jeder Mensch kommt auch mit eigenen Fähigkeiten auf die Welt. Und wir müssen auch einfach mal Eltern vertrauen, dass wir eine Intuition haben, dass wir also, dass über Jahrmillionen Kinder auf die Welt gekommen sind und jetzt im Jahre 2013 offensichtlich ein Problem damit besteht, wie wir mit Menschen grundsätzlich umgehen. Also wenn wir in Beziehung treten mit einem Freund, mit einer Freundin oder mit Kindern, Eltern, Vätern, Müttern, dann gehen wir da auf die Leute ein. Das versuchen wir doch permanent. Und das sollten wir mit unseren Kindern genauso tun. Also ich denke, wir wollen alle respektvoll behandelt werden. Wir wollen nicht gebasht werden die ganze Zeit. Und das ist, glaube ich, darauf kommt es eigentlich an, meiner Meinung nach. Also für mich ist Erziehung gleichzusetzen mit einer guten Beziehung, die man hat zu seinen Kindern. Das klingt alles toll. Und viele Eltern zu Hause werden wahrscheinlich sagen, absolut, bei mir soll es ganz genauso sein. Und dann kommt der konkrete Moment, an dem es sich das immer entscheidet. Jetzt, Errol hat gerade das Thema Vorbild angeschnitten. Deshalb wollte ich das an Sie noch mal geben, Frau Nelke. 80 Stunden arbeiten, manchmal, wenn es ganz schlimm kommt bei Ihnen, gute Mutter sein, emanzipierte Frau natürlich auch sein. In gewisser Weise leben Sie ja auch persönlich ein Vorbild vor. In welche Richtung wird Ihre 19-jährige Tochter gehen? Wird die das genauso machen wie Sie? Können Sie es jetzt schon ein bisschen sehen? Ich hoffe sehr, dass meine Tochter es so ähnlich machen wird. Das ist jetzt wahrscheinlich noch ein bisschen zu früh. Ja? Die muss jetzt erstmal gucken, dass sie ihr Abi baut und sich überlegen, was sie danach macht. Aber ich hoffe sehr, dass meine Tochter später nicht irgendwie ihre ganze Bildung und alles einfach an den Nagel hängt und dann 20 Jahre zu Hause bleibt, um sich um ein Kind zu kümmern. Ja? Also ich hoffe schon, dass da auch ein bisschen was von diesem Mehrsäulenmodell, was ich vorlebe, dann auch bei ihr zu sehen sein wird. Das wird noch mal ganz spannend wahrscheinlich zu sehen. Sie lebt jetzt noch zu Hause bei Ihnen, Sie oder? Lebt jetzt noch zu Hause, ja. Aber sie geht ja noch in die Schule. Sie geht in die Schule. Sie und macht dann, nächstes Jahr ihr Abi. Und dann auf an die Uni? Danach wird sie sicherlich, so ist es bis jetzt geplant, einen Bachelor machen, ja. Okay. Hat sie das auch geplant? Das hat sie vollkommen geplant, weil es ist ja ihr Bachelor. Ich habe meinen Magister schon. Okay. Sonst hat sich Philipp über Facebook gemeldet, der sagt, Eltern dürfen auf keinen Fall zu dominant sein. Kinder sind keine Zweckerfüller von den Interessen ihrer Eltern, sondern eigenständige Menschen mit eigenen Interessen und Gedanken. Eltern können vorschlagen, können zeigen, aber dürfen nicht zu dauernden Bestimmern werden. Super, Philipp. Ich will mal fragen, wie es hier bei uns im Publikum wahrgenommen wird. Eltern sollen nicht bestimmen. Sie sehen so aus, als hätten Sie diese Erfahrung vielleicht gerade noch gemacht im Leben. Wie heißen Sie? Tobias, hallo. Wie war es bei Ihnen? Ja, ich denke, das ist sehr altersabhängig. Also ich denke, je jünger ein Kind ist, desto klarer sollten die Eltern die Regeln vielleicht ein bisschen vorgeben. Und wie war es bei Ihnen persönlich zu Hause?
Bei Chill uns oder Drill? Ich würde sagen, ein gesundes Mittelmaß. Okay. Würden Sie es bei Ihren Kindern auch wieder so machen? Ich denke, ich werde es ähnlich machen, ja. Okay, gut. Frage ich Sie noch mal. Wie heißen Sie? Sabine Decker. Sabine, wie war es bei Ihnen? War es streng zu Hause? Sie sind ja auch eine andere Generation als Tobias jetzt, genau. Ne? Genau. Nein, ich würde jetzt nicht sagen streng, sondern einfach mit klaren Regeln. Und das ist eigentlich auch das, was ich versuche, mit meinen Töchtern so zu handhaben. Also ich denke, ein gesundes Mittelmaß zwischen den beiden Standpunkten, die wir hier sehen, ist eigentlich das Ideale. Ja. Das heißt durchaus Vorgaben, aber auch diskussionsbereit. Sind Sie die Tochter? Ja. Ah. Wie heißen Sie? Laura. Laura, wie haben Sie das erlebt? Diskussionsbereit, ja, also, klare Vorgaben. Ja. Sie dürfen sich jetzt frei äußern. Ja, ich würde auch sagen, dass bei mir auch so das gesunde Mittelmaß einfach war und dass ich, wenn ich jetzt so zurückblicke auf 19 Jahre, dann finde ich schon, dass sie es so gut gemacht haben, meine Eltern. Oh Mensch, das gibt ja Schokolade hinterher. Super. Würden Sie es genauso wieder machen bei Ihrer Tochter? Ja, ich denke mal schon. Okay, so, also gesundes Mittelmaß, vielen Dank, gesundes Mittelmaß. Und jetzt möchte ich Ihnen eine junge Frau vorstellen, deren Eltern in ihrem Leben eine ganz wichtige Rolle gespielt haben. Und wenn wir von Philipps Fragen nochmal ausgehen, die auch mitbestimmt haben, wie sie ihr Leben organisiert. Das Motto ist Disziplin, Disziplin, Disziplin. Und dann kann aus dir auch etwas werden. An diesen Rat hat sie sich gehalten. Sie hat mit 13 Jahren angefangen, Violine zu lernen. Und heute begeistert sie genau damit Millionen Zuschauer. Heute Abend ist sie bei uns. Herzlich willkommen, Sanok Lee. Herzlich willkommen, schön, dass Sie bei uns sind. Danke. Sanok Lee, normalerweise, das muss man noch mal dazu sagen, um das ein bisschen einzuordnen, muss man natürlich als kleines Kind anfangen, um irgendwann so zu spielen wie Sie. Sie haben erst mit 13 Jahren angefangen. Das ist ein Alter, da stehen andere schon längst auf den Bühnen und haben es dann so toll geschafft. Das geht wahrscheinlich nur mit ordentlich Drill, oder? Wie schafft man sowas? Naja, Drill würde ich nicht sagen. Es ist halt anders für mich gewesen, weil zuerst als Hobby angefangen hat. Und dann bin ich auf der Universität aufgenommen worden. Und ab da hatte ich mit anderer Art von Konkurrenten zu tun. Ja. Und da ich aber seit der Kindheit schon ein sehr diszipliniertes Kind war, habe ich die Dinge einfach anders geordnet und mit einem Plan und Ziel die Dinge geschafft. Wir haben gerade eben über den Einfluss der Eltern gesprochen, hier in der Sendung. Sie haben es gerade gesagt, Sie haben als Kind schon einen Plan gemacht. Ihre Eltern haben Ihnen, glaube ich, als Kleinkind schon Rhetorik- und Mathekurse gegeben. Lernt man in dem Alter schon was? Naja, ich meine, was ich damals gelernt habe und ja, Mathematik, was ich auch in der Schule gelernt habe, ich ziehe heutzutage keine Wurzel mehr aus, ja, die Dinge, die ich im Supermarkt kaufe. Aber es geht darum, dass man Gehirn trainiert. Ja. Gehirn müssen immer trainiert werden und darum geht es. Dass man hat Ihnen das immer Freude gemacht? Ja. Was ist die wichtigste Lektion, die Sie von Ihren Eltern vielleicht über die ganze Zeit mitgenommen haben? Disziplin und vor allem die Dinge einhalten, die man versprochen hat. Wenn man ein Ja-Wort gegeben hat und ein Versprechen gegeben hat, dass man um jeden Preis dies auch erfüllt.
Würden Sie Ihre Kinder auch genauso erziehen? Ja, ganz genauso. In Deutschland möchten viele Kinder, möchten viele Eltern, dass ihre Kinder in der Zukunft Erfolg haben, dass sie einen Arbeitsplatz haben, dass sie einigermaßen sicher und in Ordnung in das Leben gehen. Von Ihrem Standpunkt, Sie haben es ja auch in Korea als Kind erlebt, tun die deutschen Eltern da genug, um das auch zu erreichen? Ich würde nicht alles zu sehr verallgemeinisieren, aber ich bin der Meinung, dass es hier sehr locker abgeht. Ich analysiere sehr viele Eltern und Erziehungssysteme in Europa generell, aber im Vergleich zu meinen Eltern sind die Eltern in Europa zu sehr locker mit ihren Kindern. Sie erwarten zwar sehr viel, aber dann sollten sie auch erst die 7 Jahren damit lernen und auch konfrontiert werden, dass die Kinder gewisse Grenzen gesetzt werden müssen. Ganz herzlichen Dank für Ihr Spiel nochmal und für diese ersten Eindrücke. Wir reden gleich nochmal weiter. Ich darf Sie jetzt schon mal vorne zu unserem Tisch begleiten. Wir müssen ja auch nicht ganz alleine rübergehen. Wir sehen uns gleich wieder. Es gibt Zustimmung über Twitter übrigens von Felix, der auch sagt, Erziehung mit Ordnung und Disziplin ist in jungen Jahren sehr wichtig. In Schule, Ausbildung und Beruf eine Voraussetzung. Herr Hauser, jetzt haben wir es gerade von Twitter gehört, vor allen Dingen aber auch natürlich von Frau Lee hier in Deutschland. Sind die Eltern ja nicht streng genug und verfolgen das nicht gut genug und setzen vielleicht auch zu wenig Vertrauen in ihre Kinder? Können Sie das nachvollziehen? Die deutschen Eltern zu wenig Vertrauen? Fordern sie zu wenig auch? Disziplin war als Stichwort gefallen, schon als klar, ganz wichtige Lektion. Ich bin immer mit diesem Wort fordern. Ich finde, wir kommen erstmal auf die Welt, das ist ein großes Geschenk, das hat niemand so erwartet, wir sind plötzlich da und dann geht der ganze Rummel los, dann geht diese ganze Hochleistungsgesellschaft los, die sich dann in die Kinderzimmer einschleicht, eine große Unzufriedenheit. Bei den Leuten, die sind ja heute permanent mit diesen Vergleichen und Bewerten auseinander, müssen uns permanent auseinandersetzen. Also wir sehen so sehr wenig eigentlich, sagen wir mal, das Wesen vor uns. Also ein Kind in allen seinen Schwächen und Stärken sehen wir erstmal nicht und denken gleichzeitig schon daran, was aus diesem Kind vielleicht irgendwann mal werden soll. Also ich fand das ganz lustig, dass Sie gespielt haben, Freddie Mercury, der war, glaube ich, im Rechnen nicht so gut. Also man kann auch irgendwann Erfolg haben, wenn man als Kind spielen kann, sich spielend ins Leben hineindenkt. Also man muss jetzt nicht, glaube ich, mit Büchern oder mit großen Kursen das Leben eines Kindes gestalten. Julian möchte kurz kritisieren hier in unserem Chat, Herr Hauser. Er sagt, als Jugendleiter in einer christlichen Jugendarbeit kann ich folgende Erfahrung teilen. Eltern, die ihren Kindern keine Grenzen setzen, schaden ihnen. Diese Kinder sind fast immer verhaltensauffällig und können sich nur schlecht integrieren. Ja, es liegt ja an den Eltern, oder? Also ich meine, der große Erzieher Karl Valentin hat gesagt, Erziehung ist zwecklos, weil die Kinder den Erwachsenen ohnehin alles nachmachen. Von daher würde ich erstmal mit den Eltern dann reden. Wir haben gerade über Disziplin gesprochen, über Vorbild sein. Das kam jetzt gerade in dem Beitrag nochmal. Ich möchte nochmal auf das, was wir gerade von Frau Lee gehört haben. Wir haben es auch vor 2 Jahren, glaube ich, in einem Buch einer Amerikanerin gelesen, Amy Chua, genannt die Tigermutter, die in einem aufsehenerregenden Buch geschrieben hat, der Westen produziert Weicheier, China produziert Gewinner. Das geht nur über Arbeiten, über sich auch selber fordern. Wie viel nett sein können wir uns in der Erziehung hier in diesem globalen Wettkampf eigentlich leisten? Also ich denke, wir müssen nicht bei jedem Tag, den wir mit unseren Kindern verbringen, an den globalen Wettkampf denken. Ich möchte nicht meinen Kindern sagen müssen, dass ich ihre Kuscheltiere verbrenne, wie die Dame aus dem Buch. Ich glaube, es ist ganz, ganz wichtig, tatsächlich nochmal auf die individuellen Stärken der einzelnen Kinder einzugehen. Ich habe 3 Kinder, ich erziehe die nicht alle gleich. Also das funktioniert auch überhaupt nicht. Aber ich erwarte von meinen Kindern, von jedem in seinen Möglichkeiten, sich anzustrengen. Und es ist bei dem einen vielleicht einfach, was nicht so gut funktioniert, wenn er da tatsächlich eine 3 oder auch mal eine 4 nach Hause bringt, dann sage ich, Mensch, ich habe gesehen, du hast dich angestrengt, weil, ne, toll. Und im anderen Fach ist der halt dann super. Ja, und so muss ich meine Kinder doch angucken. Oder habe ich doch nicht ständig das globale System im Kopf.
Einerseits sehen wir immer leistungsorientiertere Schülerinnen und Schüler, wenn wir so rumgucken, auch was ich so höre. Andererseits beklagen Professoren, wenn man mit ihnen spricht, dass die Studenten immer unselbstständiger werden, angepasster werden und auch unkritischer werden. Erziehen wir eine Generation unkritischer Ja-Sager? Ich unterrichte seit mehr als 10 Jahren an Universitäten und Hochschulen und ich kann das so überhaupt nicht unterschreiben. Ja, überhaupt nicht. Also ich erlebe da in manchen Kursen tatsächlich dermaßen positiv-kritisch, manchmal auch negativ-kritische Studierende, wo ich sage, Mensch, toll. Natürlich gibt es auch andere, aber ich sehe die Tendenz überhaupt nicht. Also ich habe selber angefangen 1996 erst zu studieren und kann das tatsächlich bis heute wirklich beurteilen, erst als Studierende und dann als Lehrende. Und das stimmt einfach so nicht. Sandra. Ich habe hier gerade einen Kommentar von Michael in unserem Chat, der sagt, Kinder entwickeln sich unterschiedlich, auch wenn die Bedingungen und die Basis gleich ist. Ich habe Zwillinge und sehe das jeden Tag. Ist das vielleicht auch eine Sache, dass man sagen muss, jedes Kind ist anders und dann helfen vielleicht beim einen folgende Regeln ja und beim anderen nein? Muss man auch auf die Individualität des Kindes eingehen? Das habe ich, glaube ich, gerade eben so gesagt, ja. Dass ich mir meine 3 Kinder halt ganz unterschiedlich, also ganz, ganz genau angucke und bei jedem Unterschiede sehe. Ich würde es aber auch wieder nicht so über den Kamm scheren, weil es gibt bestimmte Werte und bestimmte Themen, die muss jedes Kind lernen. Also, dass man bei Rot halt stehen bleibt und dann nicht vor dem nächsten Bus läuft, das ist halt einfach eine Sache, die lernen die auch, wenn die trotzdem individuell sind. Bei anderen Dingen muss ich natürlich ganz klar gucken, beziehungsweise auch mit dem Kind, je älter es wird, dann tatsächlich auch zusammen entscheiden, wo geht es jetzt lang individuell. Jetzt sind wir schon an 1, 2 Punkten an den Punkt geraten, wo wir uns gefragt haben, wie muss man sich eigentlich als Elternteil verhalten? Erziehungsratgeber gibt es meterweise in gut sortierten Buchhandlungen. Gleichzeitig steigen natürlich auch die Anforderungen an die Kinder heutzutage. Kein Wunder, wenn sich vor lauter Rat und vor lauter Druck eine Reihe von Eltern unsicher sind und sich überfordert fühlen. Eltern von heute drehen am Rad. Chauffieren die Kleinen von Hobby zu Hobby, machen sich gegenseitig Gaga. Ist meins besser als deins? Die Manager ihres Nachwuchses optimieren, perfektionieren, tunen ihre Kids. Aber trotzdem unsicher. Ratgeber. TV nenn ich's. Es geht vor allen Dingen auch darum, dass Kinder Zeit für Entwicklung haben. Überall Schlaumeier. Der Druck wächst. Und das schlechte Gewissen. Mache ich alles richtig? Fördert Ritalin die Konzentration? Muss mein Kind wirklich Chinesisch lernen? PISA-Schock. Und Dauerkrise. Eltern in Panik. Mein Kind muss aufs Gymnasium, sonst Abstieg. Kopfkirmes-Erziehung. Müssen Eltern den Nachwuchs aufrüsten oder sich besser locker machen? Genau das sind die Fragen, die viele Eltern täglich beschäftigen. Und unser nächster Gast ist täglich damit beschäftigt, diese Fragen zu beantworten. Paula Honkanen-Schobert ist Bundesgeschäftsführerin des Deutschen Kinderschutzbundes, Familientherapeutin. Und sie entwickelt die Elternkurse Starke Eltern, starke Kinder. Schön, dass Sie bei uns sind heute. Jawohl. Die Frage von Kollegen im Film. Müssen Eltern den Nachwuchs aufrüsten oder müssen sich Eltern noch mal locker machen? Na, das ist ein bisschen von beiden. Mal aufrüsten und auch mal locker sein können. Ne? Beides gehört zum Leben und zu der guten Beziehung zueinander. Wie erkenne ich die richtige Situation, wo das Lockermachen mal nötig ist? Naja, das gestaltet sich auch immer in einem Aktion zwischen den Kindern, wie sie sind und wenn sie total müde sind und ausgepowert oder man selber ist total ausgepowert, dann ist schon gut, wenn man dann auch ein Stück locker lässt und wieder Kräfte sammelt. Okay. Sie kommen aus Finnland, das hört man ein ganz bisschen. Von dort haben Sie Ihr Kurskonzept Starke Eltern, starke Kinder mitgebracht, Kindererziehung ohne Druck. Wie finden die Eltern bei Ihnen diesen Weg? Wie lernt man das bei Ihnen? Naja, in den Elternkursen machen wir zuerst immer so einen kleinen theoretischen Input und dann gucken wir, was haben diese Themen mit meinen Kindern und mit meinem Partner zu Hause zu tun.
und dann üben wir in gewissen Übungen die Situation. Nehmen wir mal eine konkrete Situation raus, Grenzen setzen, weiß ich nicht, ist so ein Ding, was natürlich immer irgendwie nervt, was einen beschäftigt. Mhm. Was tut man dann, wenn man durchgreifen muss? Naja, da ist eine Frage, ne, in den Kursen, wie fragen die Eltern, welche Erfahrungen haben die, was machen die? Und manchmal hilft es auch, wenn man fragt die Kinder. Also vielmehr die Kinder auch beteiligt, ne, bei den Planungen und Problemlösungen. Kinder haben total kreative und nette Ideen. Und manchmal aber muss es auch eine ganz klare Grenze sein von den Eltern, wo man mit dem Faust auf den Tisch haut und sagt, jetzt ist es Schluss hier, verdammt nochmal. Ne? So, dass die Gläser fliegen. Auch das ist schon mal erforderlich. Also ein bisschen, aber nicht jeden Tag. Ne? Temperament ja, aber nicht jeden Tag. Weshalb kommen Eltern zu Ihnen? Was treibt diese Eltern an? Eltern möchten ganz gerne ein bisschen mehr Sicherheit in ihren Erziehungsalltag, ne, und haben Schwierigkeiten. Bei Kleinkindern kann es sein, dass die Kinder wollen nicht schlafen oder nicht sich anziehen oder wollen nicht in den Kindergarten. Und bei den Schulkindern auch immer die Zimmerordnung, ne, und was sollen die Kinder machen im Haushalt und was nicht. Und natürlich auch so Schule, Hausaufgaben. Kommt dann so ein bisschen auch dieses Gefühl, das Kind richtig vorzubereiten für die Zukunft, was da alles so kommt? Ja, Eltern möchten heutzutage natürlich ganz, ganz gut ihre Erziehungsaufgabe machen. Die Erwartungen sind an Eltern auch sehr hoch. Und, wo kommen diese Erwartungen her? Naja, das sind ja, Kinder sind ja sehr kostbar heutzutage. Sie sind sehr wenig. Und die werden auch als zukünftige Arbeitskräfte sehr, sehr gewollt und sind sehr wichtig. Und daher so ist da so ein Gefühl, dass wir müssen schon also gut jetzt erziehen, ne? Auch um stolz sein ist auf das, unsere Kinder. Ist das Druck, den Sie wahrnehmen? Ja, gerade so in den schulischen, schon in der Grundschule wissen wir, ein Drittel der Grundschulkinder fühlen sich schon sehr unter Druck. Und die Eltern? Eltern ebenfalls. Und das ist so eine Relation, was man gucken muss zu Hause. Ne, dass nicht der Alltag nur von Druck bestimmt ist. Und man muss denken, dass man kann Noten besser verbessern im Leben als kaputtgemachte Beziehungen. Weise Worte. Mhm. Vielen, vielen Dank soweit. Wie sehen es unsere User? Sie sehen auch, dass auf Eltern ganz schöner Druck lastet. Ein Gast hier in unserem Chat: Bei dem Leistungsdruck, der auf Eltern lastet, würde ich mir eine Fehlerkultur wünschen. Kinder und Eltern dürfen doch auch fehlbar sein. Und wir haben Jana, die wie viele unserer User sagt, ja, Eltern sind verunsichert. Das erkennt man ja auch schon an den ganzen Ratgebern, die es gibt. Durch endlos viele Ratgeber wird werdenden Eltern schon vor der Geburt vermittelt, dass sie alles falsch machen, wenn sie sich ohne Hilfe an die Erziehung eines Kindes wagen. Verlasst euch mal mehr auf eure Instinkte. Das ist, glaube ich, auch das, was Sie gesagt haben, Herr Hauser. Haben Sie selber aber trotzdem auch einen Ratgeber zu Hause? Ich meine, es kann doch nicht so 100% sicher sein, wenn ich mich auf meinen Instinkt verlasse, dass ich dann immer alles richtig mache, oder? Nee, die Ratgeber schreiben wir uns ja selbst. Nein, im Prinzip muss ich sagen, ich finde, Kinder sind die besten Erziehungsratgeber. Je mehr man darüber nachdenkt, wenn man sich zum Beispiel ein Baby anschaut, die Eltern, jeder Vater, jeder Mutter guckt sich begeistert an dieses Kind ganz am Anfang und achtet auf jede Reaktion. Und wenn man sich einbindet in die Entwicklungsschritte eines Kindes, dann wird am Ende nichts schiefgehen. Das ist ganz wichtig, dass man am Anfang natürlich beim Kind mit dem Kind ist. Und es ist ein bisschen verpannt, dass man das immer wieder betonen muss, weil es ist so, glaube ich, schon so viel verloren gegangen, dass wir uns permanent abhängig machen von sagen wir mal, Erziehungsratgebern oder von Nannys oder von Sendungen und von Ideen, die andere für uns haben. Wir sind doch alle Menschen und wir wissen eigentlich doch wirklich, was gut für uns ist. Und das ist, wir wissen als Vater, was gut ist, und wir wissen eigentlich auch als Mutter, was gut für uns ist. Und wir sollten uns bitte selbst mehr vertrauen und unseren Kindern. Das heißt, wird Ihnen in Ihrer Erziehung gesagt, was wichtig ist, worauf es ankommt? Niemand. Ich habe in den ganzen 20 Jahren nicht einen einzigen Ratgeber gelesen. Ja. Weil dafür habe ich gar keine Zeit. Man braucht den Eltern nicht immer einreden, dass sie 1000 Meter Bücher lesen müssen und dann sich mit einer Tasse Tee und dem nächsten Ratgeber in die Ecke verziehen, und anstatt ihre Kinder zu erziehen. Herr Hauser hat auch einen Ratgeber geschrieben. Warum? Nein, fühlen kein Sie Ratgeber. Sich? Ja, okay. Ein Buch, das sich mit der Kindererziehung beschäftigt.
Naja, wir haben ein Buch, der Gerhard Hüther und ich, der Hirnforscher, wir haben ein Buch geschrieben als Provokation, jedes Kind ist hochbegabt, weil wir glauben, dass jeder Mensch mit Fähigkeiten auf die Welt kommt, die uns alle auszeichnen, die jeder von uns hat. Und es kommt darauf, diese Fähigkeiten, diese Stärken zu stützen. Und deswegen denke ich, dass wir Eltern Mutmacher sein sollen und die Kinder ermutigen sollen auf ihrem Weg. Auf jeden Fall. Müssen wir uns mehr auf unsere Instinkte verlassen? Man muss nicht immer alles durchdenken. Also man weiß natürlich, oder Frau oder Mutter, Vater, weiß doch hoffentlich natürlich, hängt es mit der eigenen Erziehung ab. Ja? Ich kann da jetzt keine Zahlen irgendwie nennen durch die ganze Bevölkerung, aber ich verlasse mich auch auf meinen Bauch. Und ich weiß, welche Regeln ich setzen muss und welche, in welchen Bereichen ich die Kinder auch mal laufen lassen kann. Frau Honkanen-Schulbert hat gerade über Druck gesprochen. Können Sie diesen Druck beschreiben, den Eltern vielleicht auch von außen haben? Ich finde es ganz, ganz schwierig, was Ihre Frage vorhin auch schon mit dem globalen Markt und so weiter. Ich glaube gar nicht, dass wir wirklich uns tatsächlich Sorgen machen müssen, dass die Kinder, die heute klein sind, tatsächlich irgendwann ein großes Problem haben, wenn sie gerade einen Satz schreiben können und die normalen Rechenarten beherrschen, einen Job zu kriegen. Wir leben in einer Gesellschaft, wo wir heute schon in vielen Branchen den Fachkräftemangel merken, noch nicht überall. In 5 bis 10 Jahren wird das branchenübergreifend sein. Ja? Natürlich haben wir ein Problem, wenn Kinder überhaupt gar nicht, warum auch immer, wo dann die Fehler liegen, tatsächlich gar nicht mit Bildung in Kontakt kommen oder nicht lernen können, wieso auch immer. Dann haben wir ein Problem, aber ich komme aus der Baubranche, habe da lange bei Verbänden gearbeitet und ich kenne in gerade strukturschwachen Gegenden tatsächlich Unternehmen, wo sich immer der Meister hinsetzt und mit den Lehrlingen, weil die vielleicht nicht so gut in Mathe waren, dann in der Woche noch 2 Stunden die Berufsschulthemen durcharbeitet. Ja, ja gut, das ist das eine, aber noch viel frappierender ist ja, dass diese Kinder, diese Auszubildenden später keine sozialen Fähigkeiten haben, wie Empathie, Hilfsbereitschaft, Teamfähigkeit, da gibt es ja viel Nachhilfe und da krankt es. Da will ich ein bisschen Entspannung reinbringen in diese Debatte, denn ich denke nicht, dass es unbedingt auf eine gute Mathe-Note ankommt, sondern vielmehr, und das zeigt sich immer mehr auch bei Unternehmern und Berufsberatern, die sagen, Leute, wir brauchen Menschen mit menschlichen Fähigkeiten. Leute, die zuhören können, Leute, die anderen in die Augen schauen können, Leute, die anderen über die Straße helfen können. Wir brauchen nicht nur diese einsamen Mathe-Fritzen, sondern wir brauchen ganz konkret Leute, die sich wie normale Menschen sich bewegen. Und wenn man heute sieht, gestern die Geschichte, SAP stellt Autisten ein, es gibt Bayer, die Personalabteilung, die sucht in Sonderschulen Kinder, weil die Kinder ganz andere Fähigkeiten mitbringen, als eben nur gut in Mathe zu sein oder nur gut in Deutsch. Und das ist eigentlich, finde ich, eine entspannende Botschaft für alle Eltern, die sich jetzt total unter Druck setzen. Wir brauchen eigentlich mehr ein Miteinander, wir müssen mehr aufeinander achten, glaube ich, und dann müssen wir nicht so eine Panik erzeugen. Wir brauchen diesen Druck auf Eltern gar nicht mehr. Dann brauchen wir nicht mehr so viele Ratgeber lesen, sondern können mit unseren Kindern uns beschäftigen. Da möchte ich Frau Lee noch mal fragen. Ich wollte Sie schon rufen. Ja, da bin ich schon. Na, ich wollte nur auch dazu ergänzen, dass Druck nicht nur schlecht ist, dass die Kinder durch Eltern den Druck zusammenzuüben, das kann auch nachher im Erwachsenenalter eigentlich eine ganz gute Wirkung hervorrufen, weil man geht damit um, mit Druck, wie man mit Stresssituationen und wenn man in so einer Situation kommt, dass man im kürzesten Moment die Dinge erledigen muss, dann weiß man schon, wie das geht. Wenn man von klein auf mit Eltern das eingeübt hat, und das sollte man auch, dann finde ich, dass Druck eigentlich ein wichtiger Stand ist, was man eigentlich von Elternhaus mitnehmen muss bereits. Das heißt, da kann man auch was lernen aus Druck. Eine wichtige Lernerfahrung, Herr Hauser. Ja. Planen zum Beispiel. Aber wovon lernen die Kinder sonst planen? Wenn die Eltern einen gewissen Zeitraum ihnen geben, wann sie die Dinge erledigen müssen, dann fangen sie auch an, auch rechtzeitig die Dinge zu erledigen. Dann spüren sie auch den Druck nicht. Ja, aber die Frage ist doch, worüber sprechen wir, wenn wir über Kinder, warum redet keiner darüber, was Kinder eigentlich wollen? Es ist sensationell. Alle Erwachsenen reden immer, wie Kinder zu sein haben. Also keiner fragt wirklich mal das Kind, was es möchte. Als sie Kind waren, haben sie gedacht, dass sie ein Kind sind? Bitte, Entschuldigung. Als sie ein Kind waren, haben Sie gedacht, ich bin ein Kind? Ein Kind möchte erwachsen wirken.
die Kinder möchten als Erwachsene angenommen werden. Da muss man auch die Kinder somit auch mit diesem Punkt berühren und sagen, wenn du erwachsen sein möchtest, dann musst du auch die Dinge erledigen, die du versprochen hast. Ja, aber wenn wir von Kindern sprechen, wir müssen wissen, von welchen Kindern. Reden wir jetzt von zweijährigen Kindern oder von Kindern, die in der Pubertät sind? Ich glaube nicht, dass ein zweijähriges Kind gerne mit Herr oder Sie angesprochen werden möchte. Nein, das ist ja nicht, aber ein zweijähriges Kind, ich kann mich ganz gut erinnern, als ich 2, 3 war, wollte ich so erwachsen wie meine Mutter sein oder mein Vater. Okay, ich meine Sie, Respekt. Ja, jetzt haben wir gerade gehört, den Punkt möchte ich noch ganz schnell bringen, bevor wir noch mal rübergehen ins Netz. Social Skills sind wahnsinnig wichtig. Man muss nicht so viel büffeln, man muss nicht so perfekt sein. Man muss vor allen Dingen versuchen, als Mensch, oder nicht als Mensch, sondern ein vernünftiges Benehmen an den Tag zu legen. Reicht das aus oder brauchen wir mehr Disziplin auch als Kinder in unserer Ausbildung? Was glauben Sie? Na, Disziplin ist sowieso wichtig, aber perfekt, wer ist schon perfekt? Man darf nicht so von vornherein denken, ich muss perfekt machen. Man muss nur denken, ich gebe mein Bestes. Wenn man eigenes Bestes gegeben hat und die Grenze überschritten hat als gut, dann hat man es geschafft. Und man soll ja auch die Dinge auch so nehmen, wie sie sind. Aber man kann ja auch die Dinge so kommen lassen, wie man sie nehmen möchte. Und mit diesem Vorsatz kann man einiges erreichen. Wie wir gesehen haben, was sagt der Chat? Ein paar unserer User glauben, eine große Schwierigkeit von Eltern erkannt zu haben. Und zwar sagt zum Beispiel Sarah, leider leben Eltern zurzeit in einer Mitlaufgesellschaft. Wenn andere Kinder zum Englisch, Ballett, Schwimmen etc. gehen, ziehen andere Eltern oft nach. Und Ähnliches sagt hier auch Ella. Den Stress machen die Eltern sich selber, indem sie ihr Kind mit anderen vergleichen, was es können muss. Es ist total fatal, die Kinder im Sandkasten zu vergleichen, was sie schon für Fähigkeiten haben. Oder ist das vielleicht auch notwendig, Frau Nelke? Ja, totaler Quatsch. Also was ich jetzt schon die ganze Zeit immer wieder gesagt habe. Individuelle Wesen haben individuelle Fähigkeiten. Und das eine Kind läuft dann halt schon mit 10 Monaten, das andere läuft erst mit 16 Monaten, bei mir so passiert. Und da darf man weder jetzt sagen, ach Gott, jetzt läuft das schon, so ein Mist ist ja falsch. Oder, mein Gott, warum läuft die denn noch nicht? Ja, also... Warum? Ich lese hier in der Zeitung, 30% der befragten Eltern sagen, sie fühlen sich fast täglich durch Erziehung gestresst. Wie kann das passieren? Selbstschuld. Warum? Ja, weil ich... Wir haben grundsätzlich eine Situation, in der sehr viel Druck herrscht in dieser Gesellschaft, finde ich, und sehr viel Angst. So. Und das Leben kann schön sein, wenn man keine Angst davor hat. Wenn man sich natürlich permanent damit beschäftigt, dass etwas schiefgehen kann, dann hat man Druck, auf jeden Fall. Grundsätzlich haben wir aber ein Problem mit der Rolle von Vätern und Müttern in unserer Gesellschaft. Die werden nicht mehr so akzeptiert. Also im Prinzip hast du heute, als wenn du Mutter bist oder Vater bist, permanent das Gefühl, dich verteidigen zu müssen. Fängt ja an bei Frauen, die arbeiten wollen und müssen, dass sie dann irgendwie in der Firma sagen, ich kriege das irgendwie vielleicht nicht geregelt. Die gesellschaftlichen Rahmenbedingungen hier in Deutschland sind nicht so, dass es Eltern leicht haben. Ich glaube, das ist ein Grund, warum Eltern heute Druck empfinden. Auf einer Seite und auf der anderen Seite finde ich es wirklich schon bedenklich, wie weit wir gekommen sind, dass viele offensichtlich sich immer leiten lassen von anderen. Also das ist schon spannend zu beobachten. Ja. Frau Honkanen-Schubert, verzeihen Sie, woher kommt dieser Druck, den wir gehört haben? Naja, wie man schon gehört hat, auch teilweise von diesen ganzen Terminen, die man hat. Es kann sein die Berufstätigkeit, es kann sein die eigenen Ansprüche und Erwartungen, die man so entwickelt. Und deswegen ist es auch sehr, sehr schön, dass die Eltern die Möglichkeit haben und das suchen auch ganz viele, miteinander ins Gespräch zu kommen und dann auszutauschen und zu bemerken auch, dass diese ganzen Erziehungsschwierigkeiten oder Probleme, die sind in ganz vielen Familien die gleichen. Und zu erfahren, ich bin nicht alleine mit meinen Fragen und Problemen und dieser Austausch darüber, was kann man denn machen, damit man diesen Druck eben wegkriegt. Ist es denn so einfach, wie Herr Hauser sagt, selbst schuld, wer sich diesen Druck selbst macht oder stoßen da ehrgeizige Eltern dann auch auf ehrgeizige Eltern zuweilen? Ja, das kann natürlich auch sein, aber dieses Selbstschuld manchmal schon, weil man dann denkt, dass wenn man von anderen auch hört, dass man möchte sie gut sein und die Kinder müssen die besten Chancen haben, dann erzeugt das schon so einen Druck, ne? Dass ich muss da auch mitmachen und auch mit diesen ganzen Kursen oder Förderung oder so, damit mein Kind möglichst gut wird. Und da soll man schon manchmal ein wenig gelassener mit umgehen.
ein wenig gelassener mit umgehen und sich wahrscheinlich auch ein ganz bisschen mehr Zeit nehmen für sich, für die Familie. Und über dieses Thema Zeit reden wir gleich noch in der Sendung. Vorher gibt es aber noch eine Reihe von Fragen, die zu beantworten sind. Genau, wir kommen zu Login direkt. Das heißt, wir haben jetzt gleich 2 Minuten 30 Zeit, eure Fragen hier beantworten zu lassen von Frau Nelke und von Herrn Hauser. Kommen Sie bitte einfach hier zu mir rüber, möglichst nah hier ranstehen, dass Sie schön im Licht stehen, dass wir uns sehen können. Das heißt, möglichst kurze Antworten, dass wir möglichst viele User-Fragen schaffen. Das wäre sehr schön. Und ich sage mal, die Zeit für Login direkt, 2 Minuten 30 laufen jetzt. Die erste Frage geht an Sie beide. Wären Sie heute gerne Kind, Frau Nelke? Ja, mit den entsprechenden Rahmenbedingungen schon. Es gibt viele Chancen. Herr Hauser? Ja, da hätte ich mehr Haare. Frau Nelke, wie viel Freizeit haben Ihre Kinder, um Kind zu sein? Ausreichend. Sie können sehr viel spielen, aber auch natürlich Sport machen. Herr Hauser, was kann man tun, damit Noten nicht länger als Wertmarken für Kinder gelten? Das Bildungssystem ändern. Frau Nelke, Andreas fragt, dürften sich die Kinder den Verein und das Instrument selbst aussuchen? Ja, den Verein, da mussten sie erst mal Tennis spielen, aber nachdem sie nach mehreren Jahren dann einfach auch keine Lust mehr hatten, am Anfang hat es ihnen Spaß gemacht, haben sie sich jetzt Volleyball ausgesucht, da habe ich überhaupt keine Ahnung von. Und Instrument, meine Kinder, die Instrumente spielen, haben sich beide freiwillig Klavier ausgesucht, ja. Brauchen werdende junge Eltern einen Kurs, wie erziehe ich mein Kind, in dem unter anderem auch erklärt wird, wie man Werte wie Respekt, Anstand etc. vermittelt, fragt nein, Simone. Nein, junge werdende Väter und Mütter brauchen einen Kurs darin, wie, erkenne dich selbst und weiß, wer du bist, dann kannst du auch gut zu deinen Kindern sein. Nächste Frage an beide von Tino. Backpfeife, auch heute noch gerechtfertigt oder längst überholt? Alternativen? Längst überholt, Alternative, Konsequenz und Liebe. Same, same. Niklas fragt, wo bleibt die Persönlichkeit der Kinder? Wie sollen sie eine eigene Autonomie entwickeln, wenn Kinder keinen Freiraum zur eigenen Entscheidung haben? Kinder brauchen Freiraum, altersgerecht und auch in den Altersstufen unterschiedlichen Freiraum, weil sonst können sie ihre Persönlichkeit ja nicht entwickeln. Herr Hauser, Klaus fragte, wie vermittle ich Sozialkompetenzen, wie das eine gute Ausbildung wichtig ist, auch wenn sie wehtut? Indem Kinder so früh wie möglich so viele gute Erfahrungen wie möglich machen können. Jens, wie wäre es mal mit einem Mittelweg zwischen Strenge und Nachgiebigkeit? Situationsangepasst auf jeden Fall. Herr Hauser? Würde ich auch sagen. Kerstin fragt, wo und wie bitte sind denn die Rahmenbedingungen für den Nachwuchs, damit Karriere weiterhin möglich ist, Herr Hauser? Ich glaube, der Kerstin, ich verstehe die Frage nicht. Bitte schreib noch mal neu. Wo und wie bitte sind denn die Rahmenbedingungen sind die für die Betreuungsmöglichkeiten, damit die Mutter Karriere weitermachen kann, glaube ich. Genau. Ja, müsst ihr die Bundesregierung fragen. Ja. So, ich glaube, da sind wir schon am Ende mit Login direkt. Das heißt, Dankeschön. Wir haben gar keine Zeit mehr. Vielen Dank. Diese Antworten konnten euch noch mal mehr bestärken in eurer Entscheidung, bei wem ihr heute euer Kreuzchen macht. Unser Vote läuft auch noch weiterhin auf login.zdf.de. Mehr Zeit für Kinder, das würde wahrscheinlich fast jeder von euch unterschreiben. Aber für die meisten hat der Tag eben nur 24 Stunden. Und in denen möchte man natürlich alles machen. Vollzeit für sich, Vollzeit für die Kinder und Vollzeit für die ganze Familie. Geht das für die meisten wahrscheinlich nur mit einem Kompromiss und mit einiger Unterstützung. Kinder, ein Berg von Problemen. Da vergisst man... Vor allen Dingen eine Freude. Und das ist eine, die es Leben lang anhält. Aber keiner hat Zeit für die Kleinen. Vollzeit Mama oder Papa? Und nur einer von beiden geht arbeiten? Ging früher. Heute können sich den Luxus nur wenige leisten. Die Politik will Eltern ja helfen. Aber es geht immer um... Rechtsanspruch. Die Infrastruktur. Ganztagskitas und Ganztagsschulen. Klingt wie Abschieben. Dabei wollen 40% der Eltern mehr Zeit mit ihren Kleinen. Und auch die Kids wollen. Mehr Zeit für Kinder. Muss die Politik die Kinderbrille anziehen? Zum Beispiel Elterngeld auf 3 Jahre verlängern? Kommt nach der Energie jetzt die Kinderwende? Frau Honkanen-Schobert, fast die Hälfte aller Eltern möchte mehr Zeit mit den Kindern verbringen. Brauchen wir in Deutschland nach der Energiewende auch noch eine Familien- oder Elternwende? Jawohl, das bräuchten wir in der Tat.
Das ist schon sehr wichtig, ne? Zeit für Beziehung und Bindung. Ne? Und, was heißt das genau? Ja, das heißt gemeinsame Zeit, auch wo man manchmal überhaupt nichts macht, ne, und gar keine Aktivitäten. Und, aber die hat man doch eigentlich am Wochenende, oder? Ja, Wochenende ist manchmal auch sehr voll mit Einkaufen oder anderen Sachen. Ist es dann auch Eigenverantwortung der Eltern? Wir haben hier im Film gleich nach der Politik gerufen, aber das klingt ja so, als müsste man sich das vielleicht auch selbst dann besser organisieren, oder? Ja klar, ein Stück kann man sicherlich auch selbst organisieren, aber wenn man auch arbeiten muss und arbeiten gehen auch will, ne, dann ist es schon auch wichtig, dass alle beide, auch Väter und Mütter, diese Möglichkeit haben und dass man dann auch diese entsprechenden Arbeitszeitregelungen hat und Bedingungen und Phasen, wo man zu Hause auch Zeit hat für die Familie und Kinder. Ist Deutschland da ein familienfreundliches Land? Nee, ich würde sagen, noch nicht. Ne? Also wenn wir an die Skandinavien, also in die Richtung gucken, ne, da sind schon die Lebensbedingungen für Kinder und Familien ein Stück weiter. Dann ist Ihre Mission hier bei uns klar. Ja. Sandra, was sagen unsere User? Unsere User finden Zeit auch wahnsinnig wichtig. Die sollten Eltern haben, aber gestehen auch ein, dass es immer schwieriger ist für Eltern, diese Zeit dann auch aus beruflichen Gründen wirklich zu haben. Claudia zum Beispiel, Erziehung braucht Zeit, die viele Eltern heute nicht mehr haben, weil sie Vollzeit arbeiten müssen und vielleicht noch Nebenjobs brauchen, um finanziell über die Runden zu kommen. Frau Nelke, wenn Eltern arbeiten und erziehen, sind sie dann automatisch schlechte Eltern, weil sie weniger Zeit haben? Ganz bestimmt. Nee, es geht ja darum, die Zeit, die man zusammen hat, wirklich schön und sinnvoll zu nutzen. Also Quality Time, sich da dann auch wirklich auf die Kinder konzentrieren zu können. Man kann bestimmte Dinge im Leben auch outsourcen. Ja, das kann sicherlich nicht jeder. Ich kann jetzt hier nur für mich sprechen. Was meinen Sie mit outsourcen? Ich bin selbstständig und was kann man Fenster geputzt habe ich, glaube ich, die letzten 25 Jahre nicht mehr. Okay, ja? Was noch? Also bestimmte Tätigkeiten im Haushalt kann man wunderbar auch dann muss man nicht alles selber machen. Das heißt, so räumen Sie sich dann praktisch den Alltag frei? Ja, es hängt natürlich immer von der subjektiven Situation an. Es hängt natürlich auch davon ab, welchen Job hat man und wie viel Geld bleibt denn da übrig. Ja? In bestimmten beruflichen Kontexten, wo beide Eltern arbeiten müssen und das Geld trotzdem nicht für einen kleinen Urlaub reicht, da ist es natürlich sehr, sehr schwierig. Und da gebe ich die Frage an die Politik weiter. Das können wir hier heute Abend nicht lösen. Ja? In dem Augenblick, wo man die Möglichkeit hat, das zu entscheiden, kann ich nur sagen, bei uns läuft das super. Was heißt das für Sie, Quality Time? Sie haben gerade gesagt, Quality Time. Was ist für Sie Quality Time? Ja, wie lange dauert das? Konkret mal. Das ist die Zeit, die man halt mit den Kindern tatsächlich ohne andere Dinge nebenbei zu machen, wie einkaufen oder putzen oder was auch immer, verbringen kann. Wie viel Zeit haben Sie da mit Ihren Kindern? Das ist ganz unterschiedlich. Manchmal die ganze Woche und manchmal auch weniger. Woche? Ja, natürlich. Wenn ich selbstständig bin, zum Beispiel. Okay. Ja. Herr Hauser, wer Kinder hat, muss sich auch mehr Zeit nehmen? Ja, klar. Sonst braucht man nicht Vater werden oder Mutter. Haben Sie den Eindruck, dass sich zu wenige Menschen vorher überlegen, bevor sie Eltern werden, ob sie diese Zeit haben? Ich glaube, der Wunsch ist riesengroß, ein Kind zu bekommen. Das ist auch selbstverständlich, sonst wären wir nie weitergekommen in der Geschichte der Menschheit. Ja. Aber jeder muss sich, glaube ich, wirklich vorher ein bisschen im Klaren darüber sein, was es bedeutet, ein Kind auf die Welt zu bringen. Überlegen Sie sich mal, wie viele Leute sich Gedanken machen, wenn sie einen Hund kaufen, was das für ein Ärger ist, ein Aufwand, die Freunde werden gefragt. Wenn ich das mal vergleiche damit mit der Debatte, die man um Kinder führt, wenn man jetzt sich mal überlegt, wie sich Leute verhalten, die irgendwann mal Sorge für ein Tier tragen, dann ich vergleiche das mittlerweile manchmal, dann wundere ich mich wirklich, dass die Leute von alleine nicht auf den Gedanken kommen, dass man, wenn man die Entscheidung trifft, ein Vater oder eine Mutter zu werden, gleichzeitig damit verbinden muss und sollte, Zeit für sich und seine Kinder zu haben. Das möchte ich gleich mal an eine Mutter, die wir vorhin kennengelernt haben, weiterzugeben. Ist das so einfach? Dann muss man sich halt Zeit nehmen, wenn man sich für ein Kind entscheidet? Also ich denke, Zeit nehmen ist ein ganz wichtiger Punkt und man sollte sich natürlich vorher Gedanken machen, aber es kommt natürlich immer auf die individuelle Situation an, wie viel Zeit man sich nehmen kann. Ich hatte das Glück, dass ich meine Eltern in der Nähe hatte, das heißt, die konnten da unterstützen, ich konnte wieder früh in den Beruf einsteigen und konnte wieder Teilzeit arbeiten, unbedingt. Ich finde es auch unheimlich wichtig, dass eben auch die Frauen, weil wir hatten vorhin das schöne Bild gesehen, früher haben Männer oder Frauen, hieß es sinngemäß, ist immer einer Vollzeit zu Hause geblieben. Ich denke, es waren die Frauen, die zu Hause geblieben sind, das war gar keine Diskussion. Und das ist zum Glück heute anders. Von daher
ist es schon unheimlich wichtig, wieder einzusteigen und sich trotzdem die Zeit zu nehmen. Und ich sage mal, je größer die Kinder werden, umso mehr kann man auch wieder in seine eigene Karriere oder seinen eigenen Beruf investieren. Ja, vielen Dank für Ihre Meinung. Herr Hauser, ist es eigentlich so, dass diejenigen, die weniger Zeit haben, weil sie sich halt kümmern müssen um ihren Job, weil sie zu zweit arbeiten, weil sie krasse Arbeitsbedingungen haben, dass die am Ende strenger sein müssen, weil sie einfach diese Zeit nicht haben? Ich glaube, der Druck ist größer, weil die Kinder funktionieren müssen. Man hat da nicht so viel Zeit, um mit Kindern gemeinsam Tage zu verbringen. Und dann ist man wahrscheinlich genervt, wenn die Kinder nicht so wollen, wie man selber. Von daher ist der Druck auf die Kinder größer und der Druck auf die Eltern, dass... Aber ich kann mir vorstellen, dass jetzt eine Reihe von Eltern zu Hause sitzen und uns zuhören und hören, ja, dann nehme ich mal als Selbstständige eine Woche frei für meine Kinder. Ja, ich habe Zeit für meine Kinder, dass die zu Hause sitzen und sich sagen, wovon reden die eigentlich? Wie weltfremd sind die denn eigentlich? Nein, es hat nichts mit weltfremd zu tun. Es hat damit zu tun, dass wir versuchen müssen, die Bedingungen für Eltern grundsätzlich zu verändern und zu verbessern. Und wenn ich jetzt höre, wir haben gerade eine aktuelle Debatte um Drohnen, 400 Millionen, die irgendwie verschwunden sein sollen. Am 1. August sollen alle Eltern in Deutschland einen Rechtsanspruch auf Kita-Plätze haben. Dann frage ich mich, warum reden wir nicht über Kita-Plätze? Es gibt nicht genügend Kita-Plätze in Deutschland und die Rahmenbedingungen für Eltern sind einfach richtig beschissen in diesem Land. Und wenn sich das nicht ändert, können wir hier 30 Sendungen noch machen, weil wir werden das hier nicht entscheiden. Es ist wirklich Aufgabe der Politik, Eltern zu unterstützen. Das heißt, wer Kinder in die Welt setzt, sollte bitteschön vom Staat darin gefördert werden und unterstützt werden. Und ein Kind zu erziehen, ist nicht Aufgabe nur allein der Mutter oder des Vaters, sondern ist Aufgabe einer Gemeinschaft. Und nur so werden wir groß. Wir können nur miteinander ins Leben. Ja. Ich in dem Punkt ganz genauso. Und wenn man in Baden-Württemberg seine Kinder tatsächlich mittags um 12 abholen muss, um ihnen zu Hause Mittagessen zu kochen, um sie hinterher wieder hinbringen zu dürfen, ja, muss ich sagen, das ist einfach grotesk. Frau Necke, der Familienbericht des Bundesfamilienministeriums sagt, 63% der Väter hätten gerne mehr Zeit mit ihren Familien. Engagieren sich die Väter zu wenig? Ich glaube, nicht dann wir auch haben eigene Verantwortung, das dann irgendwie möglich zu machen. Ich begrüße jeden Vater, der mehr als die normalen 2 Monate Elternzeit nimmt. Finde ich super toll. Ich glaube, dass wir auch dahin kommen. Also ich glaube, dass sind wir da noch nicht? Nein, ich glaube, dass wir noch nicht sind, weil es ist leider immer noch gesamtgesellschaftlich immer noch teilweise in Unternehmen ein Problem, wenn Väter sagen, sie nehmen jetzt mehr als 2 Monate Elternzeit. Das ist zwar auf der regulativen Ebene gegeben in diesem Gesetz, aber es ist noch nicht umgesetzt. Und da müssen wir hinkommen. Sind wir jetzt eine immer noch patriarchale Gesellschaft, was das angeht? Oh, jetzt wird's groß. Ja. Gut. Nein, wir sind eine Gesellschaft, die sich permanent Gedanken darüber macht, was man vielleicht verändern könnte, ohne es wirklich zu tun. Also warum nicht einfach 3 Jahre Elternzeit für alle, die das wirklich machen wollen? Und danach dürfen sie bitte schön auch in den Job. Warum werden nicht die bestraft, die dann diese Eltern wieder rauswerfen? Also ich meine, Politik kann Möglichkeiten schaffen. Und es kommt immer darauf an, irgendwann den Druck zu entwickeln. Aber irgendwie sind wir noch nicht so weit. Das hat aber auch nichts mit Patriarchat oder in ähnlicher Richtung gehen auch eine Reihe von Chatbeiträgen auf unseren Plattformen. Ja, da wird noch über diese Geldsache diskutiert. Und zwar ein Gast sagt in unserem Chat, leider ist heutzutage eine gute Erziehung eine Sache des Geldbeutels. Reiche können es sich leisten, ihre Kinder selbst gut zu erziehen oder erziehen zu lassen. Oder Kerstin über Facebook, wenn man als Elternteil für ein Kind da sein will, muss man um seinen Job und das Verhältnis zum Arbeitgeber bangen. Die finanziellen Kosten fressen Otto Normalverbraucher schon auf und es ist noch nicht mal ein Kita-Platz gesichert, geschweige denn eine gute Bildungsmöglichkeit in den Schulen. Jetzt haben wir gerade gehört von Herrn Hauser, 3 Jahre Elternzeit. Ist das eine gute Idee, Frau Nelke? Für mich persönlich nicht, weil ich meinen Job liebe und es mir viel Spaß macht. Aber ich finde es ganz, ganz wichtig, dass Eltern tatsächlich die von der Politik immer wieder so schön proklamierte Wahlfreiheit, die wirklich überhaupt nicht existiert in der Realität, bekommen. Mhm. Und das liegt einmal daran, dass tatsächlich auch Kita-Plätze und Ganztagsschulen gefördert werden. Es liegt daran, dass Eltern, wenn sie möchten, gerne auch 3 Jahre Elternzeit machen können. Es liegt aber auch daran, dass wir mal aufklären, was das Unterhaltsrecht bedeutet, momentan jetzt seit 2007, wenn tatsächlich dann mal wieder, wie es leider häufig so ist, die Frau zu Hause bleibt und die Ehe hinterher auseinandergeht. Auch da muss es weitere regulative Schritte geben, die dieses Elternsein ermöglichen. Was ist das für eine Situation, wo man sich vor der Geburt in diesem Land Gedanken darüber machen kann, wie man am schnellsten seine Kinder wieder los wird? Sensationell. Das ist die Situation. Haben Sie genau das so überlegt?
nicht los wird, aber wie Sie, also ich meine, Sie haben es ja so gemacht. Sie haben dann gesagt, ja, aber einfach, das ist, ja, aber es ging bei mir Gott sei Dank nicht darum, dass ich das unbedingt musste, aus geldlichen Gründen, sondern ich arbeite halt sehr gerne und ich verlange auch überhaupt nicht oder ich denke auch nicht, dass es toll ist, wenn jemand, der das Kind gerade geboren hat, dann 80 Stunden weiterarbeitet. Aber ich habe sehr schnell wieder angefangen und wieder erst mit 15, 20 Stunden, dann habe ich noch unterrichtet dazu und so weiter, bin ich eingestiegen. Und Hauser, arbeitet Ihre Frau? Ja. Wie viel? Halbtags oder ganztags? Ganztags. Wie organisieren Sie das dann? Das ist gut organisiert, indem wir uns vorher überlegen, wer Zeit hat. Wird auch bei Ihnen outgesourced, sodass Sie Zeit dann mit der Familie mehr verbringen können? Nö, wird nicht outgesourced. Aber ich möchte mal was sagen, weil wir reden immer darüber, auch über, sagen wir mal, die Kosten ist ja auch ein großer Faktor. So. Ich finde, wenn man 3 Jahre ganz am Anfang Zeit hat, wirklich Zeit hat, mit seinem Kind zu sein, diesem Kind ein Fundament fürs Leben zu geben, dann spart man sich enorme Kosten später. Denn wir haben heute viele Probleme mit Kindern, die nicht genug umsorgt, geliebt worden sind, denen nicht genug Vertrauen entgegengebracht worden sind. Die haben mit 14, 15, 16 Jahren unfassbare Probleme. Und die Investitionen ganz am Anfang finde ich sehr, sehr wichtig. Und darauf sollte man eigentlich in der Diskussion mehr Wert legen. Das Thema Zeit möchte ich mal ganz schnell, bevor wir fertig machen, zu Frau Lee gehen. Nehmen wir uns genug Zeit für die Kinder? Wie ist Ihre Perspektive da? Man muss genügend Zeit für die Kinder nehmen. Ist das eine Frage der Politik oder müssen wir uns selber auch besser organisieren? Man muss auch besser organisieren. Heutzutage sehe ich halt sehr oft die Eltern, die schon darüber viele Gedanken machen, aber nicht wirklich ordentlich organisieren. Organisation ist A und O. Ich meine, man kann Zeit nehmen, wenn man wirklich haben möchte. Zeit ist etwas, was man organisiert nehmen kann, wenn man die Freizeiten auch ein bisschen einschränkt. Man muss die Kinder auch beobachten, sodass man auch streng erziehen kann. Man kann nicht drauflos nur sagen, mach das, mach dies. Man muss auf die Kinder rangehen und wie sie ticken, genauso auch mit ihnen arbeiten. Frau Lee ist für einen guten Plan. Das bin ich auch. Vielen Dank, dass Sie bei uns waren. Und jetzt gucken wir noch ganz schnell, wie unsere Abstimmung gelaufen ist. Genau, denn wir haben ein Ergebnis. Wir haben heute gefragt, müssen Eltern streng sein? Und hier ist das Ergebnis. Astrid Nelke sagt, ja, Kinder brauchen Regeln. Uli Hauser, Eltern müssen nur gute Begleiter sein. Und ihr sagt, es steht 52-48% für Herrn Hauser. Ein sehr knappes Ergebnis, das widerspiegelt, wie ausgeglichen hier da doch diskutiert worden ist. Jetzt haben wir noch eine Frage an Sie beide. Es gibt ja nichts mehr zu gewinnen und zu verlieren. Eine Sache, die Sie als Kind wahnsinnig gerne gemacht hätten und die Sie sich als Erwachsener endlich gönnen dürfen. Frau Nelke. Öfter ausschlafen. Öfter ausschlafen. Und ich wollte als Kind immer meiner Talkshow stehen und sagen, Leute, das Leben ist ein Geschenk und hört auf mit Planen, Katalogisieren, Funktionalisieren und so weiter. Danke. Sagt Uli Hauser. Wunderbar. Wir danken Ihnen herzlich, dass Sie bei uns waren. Euch vielen Dank, dass Sie mitgemacht habt. Vor allen Dingen aber Sanuk Lee. Herzlichen Dank, dass Sie heute bei uns waren, für uns gespielt haben. Ganz klasse Geschichte. Jetzt haben wir noch ganz schnell einen Blick ins Netz. Genau, ich kann abschließend noch sagen, unsere User stehen nicht so sehr auf Druckerziehung, so wie bei Frau Lee, sondern Respekt und Liebe sind, glaube ich, die häufigsten Wörter, die ich hier heute Abend gelesen habe in den Kommentaren. Jetzt habt ihr noch die Möglichkeit, 20 Minuten mit Login zu chatten, genau gesagt mit Frau Honkanen-Schobert und vielleicht noch mal ein bisschen Expertenrat abzuholen bei allen Fragen, die heute Abend offen geblieben sind und die noch eines guten Rats harren. Wunderbar, dass wir das machen könnten. Vielen Dank, Sandra. Wir sehen uns kommende Woche wieder. Genau. Wie immer am Mittwoch alle Infos da bei uns auf der tollen Internetseite. login.zdf.de, da könnt ihr alles finden. Wir sehen uns dann nächsten Mittwoch wieder und jetzt ab ins Bett. Aber streng.